So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom EQW-Blog. Ich habe vor kurzem das neueste Feature-Update 22H2 von Windows 11 installiert. Und dazu habe ich dann auch gleich eine Frage reinbekommen, was ist denn mit dem Explorer und dem Ribbon-Design, kann man das Ganze noch irgendwie verwenden? Standardmäßig hat der Explorer ja ein neues Design bekommen mit Windows 11, ist ein bisschen kleiner, ein bisschen aufgeräumter, ist am Ende auch ein bisschen Geschmacksfrage, was man denn da vorzieht. Einige ziehen die alte Ribbon-Oberfläche von Windows 10 vor. Und die konnte man bisher relativ leicht aktivieren. Ich habe das hier auch in dem Blogartikel hier beschrieben. Link packe ich unten mit rein, den man in der Registry hier einfach unter HQ Local Machine Software Microsoft Windows Current Version Shell Extensions blockt, einen Wert angelegt hat, einfach mit diesem Namen hier. Und bisher war das so, ich habe das hier in meiner virtuellen Maschine ausprobiert. Hier ist jetzt das neueste Update noch nicht drauf. Man sieht jetzt hier, ich habe jetzt hier den Wert hier angelegt, den einfachen Stringwert mit diesem Namen, und nach dem Neustart hat man dann den Explorer im klassischen Ribbon Design. Und dieser Weg, der funktioniert jetzt in neuen Windows-Versionen bzw. mit dem 22H2 anscheinend nicht mehr. Ich habe das jetzt hier mal, ich mache mal die virtuelle Maschine wieder klein, hier angelegt in meiner Registry, aber man sieht es jetzt hier am Explorer, das Ganze hat keine Auswirkungen mehr. Tja, bekommt man trotzdem noch die alte Ribbon-Oberfläche wieder her? Die Antwort ist ja. Ja, und weiterhelfen kann uns hier an der Stelle diese App, Start All Back. Das ist ein alternatives Startmenü-Taskleiste für Windows 11, die deutlich besser konfigurierbar ist, als die, die Microsoft mitliefert. Man sieht auch, ich habe die Taskleiste hier am oberen Rand. Das geht ja standardmäßig in Windows 11 alles auch nicht mehr. Und in diesen Einstellungen, Programmeinstellungen von Start All Back, gibt es hier den Punkt Explorer. Und man sieht jetzt hier, da kann ich dann hier die Windows 11 Design aktivieren, beziehungsweise die alte Ribbon UI, oder wenn ich will, sogar die Windows 7 Variante. Ich klicke das jetzt hier mal an und sobald ich das gemacht habe, kann ich dann den Explorer öffnen. Und dann sehen wir hier im Explorer, dass ich hier eben das alte Ribbon Design habe. Also das ist dann die Möglichkeit, wie ich dann trotzdem noch die alte Ribbon-Oberfläche herbekomme, einfach durch Nutzung dieser Software. Über die Registry scheint es nicht mehr zu funktionieren, da hat Microsoft das Ganze dann wohl deaktiviert. Aber es ist weiterhin vorhanden und kann man verwenden. Das war's auch schon. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom EQW-Blog.